Auf der Packung steht legit drauf, bei 600 Watt 60 Sekunden. Habe ich jetzt einfach mal gemacht, ja. Also unsere Mikrowelle ist legit immer auf 900 Watt eingestellt, also das höchste. Und der Burger war in der Mitte noch eiskalt nach den 60 Sekunden, was ja logisch ist, weil es ist ja Brötchen noch dazwischen. Und in der Mitte ist die Mikrowelle ja eh immer nicht so gut. Also direkt in der Mitte von der Mikrowelle, da ist ja immer kalt eigentlich noch. Jetzt habe ich die Bulette nochmal zweimal extra 20 Sekunden reintun müssen, damit die überhaupt heiß wird. Und das bei 900 Watt. Also ja, das, was auf der Packung steht, ist schon mal komplett RIP. Also ja, aber ja, das ist jetzt das fertige Endprodukt. Sieht normal aus, sag ich mal. Der Käse ist geschmolzen. Und ich habe jetzt ein bisschen Ketchup drauf. Ja. War auch sehr schwierig, weil der Käse komplett den Burger an dem Brötchen festgeklebt hat. Und by the way, Mathis, ich werde mir den Chat noch durchlesen. Während ich den ersten Bissen nehme. Oh boy. Schmeckt echt. Ja, Lyrings, ich muss doch den Chat noch nachlesen. Also. Es ist schwierig jetzt zu beschreiben. Aber ich sag mal so, ich zeig's euch jetzt einfach und ich glaube, dann könnt ihr euch ziemlich gut vorstellen, wie er schmeckt. Junge, what the fuck, das ist doch kein Hackfleisch. Oh scheiße, der Ketchup läuft raus. Alter. Genauso wie es aussieht, schmeckt's auch. Also das schmeckt. Das schmeckt nicht wie Rindfleisch. Oh boy. Ich hoffe, der andere schmeckt besser, weil der, da sieht die Verpackung teurer aus und der war ja auch teurer. Ich hab mir erstmal noch ein Malzbier geholt. Auf euch Jungs und Mädels. Naja, aber ich bin froh, dass er nur so klein ist. Also ich meine, mit Ketchup geht schon. Rohstoffe verschwendet man damit ganz sicher auch nicht, weil ich glaube nicht, dass das jemals irgendein Rohstoff gesehen hat, der so in der Natur vorkommt. Wenn du da Zwiebeln drauf klatscht, Tomate, Salat, Ketchup, vielleicht noch ein bisschen Mayo, Jalapenos und so ein Scheißdreck und vielleicht noch eine Scheibe Käse, guten Käse, dann kann ich mir das gut vorstellen, aber so blank raw, wie der ist, also so plain naked, Junge, das kannst du niemandem antun. Der Burger mag, also, und das kommt von mir, also ich fresse ja wirklich die allerletzten Scheißburger, theoretisch, aber da ist ja nicht mal richtiges Fleisch drauf, das heißt, das ist sogar das Fleisch von McDonald's und Burger King besser, also, das ist schon crazy.